Wir alle haben den Film The Matrix gesehen, in dem du einfach ein Programm in unser Gehirn steckst und bingo, wir sind Karatemeister. Bingo, wir wissen, wie man einen Hubschrauber fliegt. Können wir das jetzt oder in der nahen Zukunft tun? Und die Antwort ist wahrscheinlich nein, weil das Gehirn nicht wirklich ein Computer ist. Es verarbeitet keine digitalen Informationen. Unser Gehirn ist eine Lernmaschine. Es lernt von selbst, seine vorherigen Fehler zu korrigieren. Während Ihr Laptop heute genauso dumm ist wie gestern, Ihr Laptop lernt nicht. Unser Gehirn hat kein Windows, es hat keine Software, es hat keine Programmierung, sondern lernt einfach nur die Aufgaben, die es mit sich bringt. Die Schnittstelle zwischen digitaler Information und Speicher ist daher recht kompliziert. Diese sind in gewisser Weise zwei Betriebssysteme, so dass wir diese Fähigkeit vielleicht irgendeinmal beherrschen. Aber wir müssen erstmal eine gemeinsame Sprache zwischen Computern und Gehirn finden. Und das wird viele Jahrzehnte dauern. Also erwarte nicht, dass du bald durch einfaches Drücken eines Knopfes zum Karatemeister wirst. Like, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Und folgt mir auf YouNow. Ich mache da ab jetzt regelmäßige Livestreams. Und das mit Facecam. Also dann, ciao und auf Wiedersehen, euer E-Faustin2SBay, alles David von Bros TV. Und der Link ist unten in der Beschreibung. Haut rein!